Also, so wird's dann halt hier hochgehen. Dann geht's hier lang. Und da geht's dann mehr oder weniger rein. Nicht mehr oder weniger, da geht es rein. So denke ich mir das etwa. Wir sind ja auch hier auf einer guten Höhe, dass man hier gut rein es reingehen lassen kann. Muss ich nur schauen, wie ich innen anfange zu bauen. Also ist das auf der gleichen Höhe? Wahrscheinlich. Ja, ist es. Okay. Dann mache ich hier, setze ich schon mal die nächsten. Wow, das hat ja sehr viel genutzt. Die nächsten Grundbausteine dazu setzen. Da muss ich mich einmal ganz kurz an der Nase jucken. Und dann hier haben wir die Bricks. Hier haben wir die Steine. Ach, hatte ich schon rausgeräumt. Hey, komm doch her. Na, verdammt. So, das Ding kann ich gleich wieder da reintun. Ach, das ist ja jetzt ärgerlich. Ach, weißt du was, den lasse ich jetzt einfach mal als Andenken in unserem Inventar. So, Hepper, 64 Stück und Hepper, 64 Stück und Hepper. Und so. Dann haben wir jetzt erstmal wieder ein paar Steine. Ich möchte eigentlich ganz gerne ein paar gewisse Akzente setzen mit Cobblestone, aber ich weiß nicht, ob das aussehen wird, deswegen bin ich da so unsicher. Ach Mensch. Das klingt ja fast schon irgendwie so. Ja, wie soll man es nennen? Ich weiß gerade selber nicht, was genau ich meine. Irgendwie in so einem Spiel, wo gerade man vor den Trümmern seines Lebens steht und irgendwie sowas. Ihr wisst schon, ne? Ich würde ganz gerne halt was mit Holz auch noch bauen, aber ich weiß nicht wie. So, vielleicht mal so ausprobieren, wie das aussieht. Wir haben ja jetzt erstmal ziemlich viel Holz. Das heißt, wir können auch ein bisschen rumprobieren und wir kommen auch... Oh, dieses Lied, ne? Das heißt, wir kommen auch schnell wieder an neues Holz. Und daher können wir dann auch da reichlich ausprobieren und zu gucken, wie das Ganze dann zum Schluss aussieht. Ich setze ja immer ganz gerne ein paar Akzente rein, wisst ihr, ja? Okay, hier haben wir zwei. Hier haben wir einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dann habe ich mich einfach nur mit dem Weg vertan. Das kann ja auch mal vorkommen. Dann, Flint kommt jetzt doch mal weg. Und dann kommt das anstelle das. Anstelle dessen, meine ich. Das kommt weg. Und das kommt hin. Und ich sage die ganze Zeit nur, was ich tue. Aber ich weiß auch sonst nicht, was ich unbedingt so groß sagen soll. Ich hoffe, da habt ihr eigentlich nicht viel gegen, dass ich ein bisschen immer das kommentiere, was ich gerade mache. Es ist halt so meine Art, sag ich mal. Erstmal so provisorisch hochbauen. Das schadet ja auch nicht. Und es wird Nacht. Ich sehe es. Das heißt, ich lege mich jetzt erstmal schlafen, nachdem ich mir fast hier meinen Knochen gebrochen habe. Das wäre ja... Ach, verdammt. Ach ja, das Problem ist jetzt nur, wenn man den abbauen will, dann... dauert das halt mit einer Axt ziemlich lange. Das heißt, ich baue ihn vorzugsweise mit einer
lieber anderen Werkzeugutensilien ab, damit es einfach halbwegs schnell geht. Das ist halt auch das Problem. Ich kann es euch ja jetzt mal gerne eben vorführen, wenn man das mit der Axt abbaut. Jedenfalls, soweit ich es in Erinnerung habe, baut sich das schnell ab. Das ist seltsam. Bei Minecraft Hexed ist es auf jeden Fall nicht so. Wie ihr eventuell noch sehen werdet demnächst. Ich bin mir ja unsicher. Ja, könnt ihr jetzt sehen, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das, was ich hier mit dem Baumstamm mache, unbedingt, ob das das Beste ist. Ich schaue einfach mal und... Autsch, verdammt. Manchmal wünschte ich ja noch, ich hätte Rana bei mir. Falls sich da jemand dran erinnert. Die liebe Rana, mit der waren wir immer auf Achse. Die ist immer neben uns hergeflogen. Und war immer lieb zu uns. Und dann war sie auf einmal weg. Ob es am Update lag? Nee, ich habe ja nichts geupdatet. Das war ja das Seltsame. Auf einmal war sie wirklich weg. Und ich weiß einfach nicht, warum. Es war so seltsam. So seltsam, dass ich anfange, auf meinem Klavier zu spielen. Ich spiele euch heute vor ein Winterthema. Also ein Winterlied. Es wird ja auch bald wieder eisig kalt. Ha, bald wieder eisig kalt. Das war ein Reim, der hätte von Goethe sein können. Und ja, kennt ihr diesen blöden Witz? Egal wie viel du trinkst, Goethe war Dichter. Ha, ha. Ja, super Witz, ne? Habe ich letztens erst wieder irgendwo aufgegriffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 7, 9. Nicht quadratisch. Nicht quadratisch. Ach. Kann man eigentlich, wenn man hier jetzt... Nein, kann man nicht. Okay, er kennt wohl ab der Version in der 1.6.2, auch wenn man, wann man die Blöcke selbst gesetzt hat. Das ist relativ gut, weil ansonsten dauert das wirklich manchmal sehr lange. Okay, dann hier hoch. Und dann können wir das Ganze nochmal ein bisschen weiter fortführen. Ach Mensch. Dass ich da auch wieder nicht drauf geachtet habe. Ich war mir sicher, ich hatte letztens erst darauf geachtet und es war symmetrisch. Wahrscheinlich habe ich da einfach wieder völlig falsch geblickt. Das heißt, ich kann das hier jetzt auch alles wieder rausreißen. Muss ich den Interieurraum hier auch noch ein bisschen vergrößern. Das war wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, Tatsache. Ist ja unglaublich. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Das einzig Gute wäre natürlich, man könnte da eine relativ symmetrische Doppeltür reinbauen. Also wenn man das von der Seite betritt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das unbedingt unser Hauptkaufgrund sein dürfte. Ich meine, es kauft ja eh keiner, das steht hier jetzt einfach. Und wenn sich die zukünftigen Bewohner, wenn denen das nicht gefällt, dann haben die halt Pech gehabt. So ist das manchmal mit der Miete. Okay. Ah, das war so prima. Ach ja, manchmal sind meine Baukünste, meine Sprungkünste einfach ideal. So, aber das hier kriege ich ja noch hin. So verrostet bin ich dann ja auch noch nicht mit meinen 16 Jahren, dass ich... Also das war jetzt übrigens kein Angriff auf Ältere, ne? Das war jetzt nur eine Feststellung, dass ich wahrscheinlich, wenn ich älter sein werde, ein bisschen träger sein werde. Das war gemeint. Okay, dann müssen wir das da hinten ja auch noch alles zubauen. Ach Mensch, das wird ein Spaß. 45 Minuten nehme ich gerade auf, das heißt, ich habe noch 2. Weil es 43, 45 Minuten und 43 Sekunden schon sind. Deswegen, ja. Dann muss ich mal hier eben den Boden weiter verkleiden. Und als was verkleidet er sich? Ich weiß es nicht, vielleicht als Ash. Das habe ich früher, also ich verkleide mich nicht, um das zu sagen. Karneval nicht, habe ich auch früher nicht gemacht, außer im Kindergarten. Da habe ich es ein, zweimal gemacht. Da habe ich mich dann immer als Ash verkleidet. Weil er so mein absoluter Held war. So irgendwie in der Welt der Pokémon und so. Ihr wisst schon, das war schon toll. Und was ich mal übrigens machen könnte, rein theoretisch, ist
versuchen hier sogar noch gewiefter etwas reinzubringen. Oh, das ist ja schier unmöglich, was er da versucht. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was er da versucht. Ob er da irgendwie versucht, eine andere Ecke zu finden, damit sie anders wirkt und eckiger wirkt. Jedenfalls, was er versucht, ist sehr seltsam. Es ist seltsam, es ist seltsam. Er baut etwas auf die Ecke drauf. Das ist unglaublich. Okay. Hier könnte man eigentlich auch gut mit Glowstone arbeiten, anstatt ständig mit Fackeln. Das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Weil das auch ein bisschen imposanter wirken würde dann mit Glowstone. Aber man muss ja erstmal schauen. Okay, das dunkle Holz gefällt mir. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Hier gibt es dann den Eingang. Wahrscheinlich so hier an der Seite. Wird es dann halt den Eingang da reingeben. Dann haben wir hier halt den Flügel in Richtung Norden und den Südflügel. Und der Ostflügel ist dann halt der Hauptflügel. Versteht ihr? Das ist ja so die Planung bis jetzt. Hier könnte man dann, weiß ich nicht, so von oben Kronleuchter runterhängen lassen in das Wachenhaus. Und, Moment mal. So hoch. Das heißt, das hier muss relativ niedrig abgrenzen. Verdammt. Nichts mehr da. Also das muss relativ niedrig abgrenzen. Das ist eher so das Wachen. Die Wachenkammer. Und die... Ja, ist ja logisch, dass sie ein bisschen niedrig abgrenzt. Die Holztür. Na gut, gliedert sich jetzt nicht ganz so gut ein. Deswegen kommt die wieder weg. Und deswegen kommt... ich brauche ein paar Sticks. Tap, 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 tap. So, du kommst erstmal weg und dann so. Und dann kommen hier noch die restlichen hin. Und oh nein, ich überziehe, das gibt's ja nicht. Ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und verzeiht mir, dass ich immer so wenig rede, wenn ich konzentriert beim Baum bin. Das liegt halt einfach, ja, das liegt daran, weil ich mich konzentriere. Bis zum nächsten Mal.